10 hoch 78 Teilchen, das Quadrat dieser Zahl. Wenn Sie die beiden Bedingungen zusammenwerfen übrigens, dann kommen Sie wieder auf die Flachheit. Oder anders formuliert, Gravitationskonstante ist von der gleichen Größenordnung wie Quadrat der Lichtgeschwindigkeit mal Radius des Universums durch die Masse. Darüber kann man sich schon wundern, die Flachheit ist ein Rätsel. Aber die Dirac'schen Konzidenzen, die setzen noch eins drauf. Weil ich könnte die Flachheit des Universums realisieren mit Elementarteilchen, die eine Milliarde mal schwerer sind. Das wäre kein Problem. Oder einfach weniger nehmen. Oder Elementarteilchen, die 100 Millionen mal kleiner sind. Warum sind sie gerade so groß, wie sie sind? Das ist eine Frage, finde ich, die kann man immer noch stellen, auch wenn sie alt ist. Auch wenn sich heute vielleicht keiner darum kümmert. Verstehen wir eigentlich Zeit? Ich finde es oft ein bisschen naiv. Man möchte meinen, die Leute stellen sich vor, da ist so eine Armbanduhr, ja, schaut irgendjemand drauf, dann passiert der Urknall und so weiter. Und die Armbanduhr, die läuft einfach weiter, ungestört von allem. Aber das wissen wir doch nicht. Wir können doch nicht ernsthaft was behaupten, wir wüssten, wie die Zeit abläuft in so extremen Bedingungen zum Urknall. Ich will immer messen. Die Messung der Zeit sind Atomuhren, Cäsium-Atomuhren, Übergänge von Atomen. Wir können nicht davon ausgehen, dass sich automatisch alle Frequenzen, alle Wellenlängen, alle Physik sich auf die gleiche Weise abgespielt hat zu extremen Zeiten. Und dann gibt es auch ein paar Leute, die darauf hinweisen. Julian Barbour hat die Frage aufgeworfen, John Barrow. Und Julian Barbour sagt, also die Idee, dass die Zeit einfach so abläuft wie ein unsichtbarer Fluss, ohne dass es mit anderen Dingen zu tun hat, mit der Massenverteilung, die könnte einfach falsch sein. Verstehen wir Masse? Das klingt jetzt sehr banal. Und wenn Sie die Energie von einem Gravitationsfeld hinschreiben, dann haben Sie einmal ein Produkt von Massen und andererseits haben Sie nach der Relativitätstheorie eine Proportionalität zur Masse. Passt das zusammen oder steckt da auch schon ein kleiner Hinweis darauf, dass wir vielleicht die Gravitationskonstante näher untersuchen müssen? Verstehen wir eigentlich, was Energie ist? Energie ist eigentlich ein Konzept, das gebraucht wurde, weil wir zeitunabhängige Naturgesetze formulieren wollen. In der Quantenmechanik ist der Zustand die Energie eines Systems nur dann sinnvoll definiert, wenn ein stationärer Zustand herrscht. Das Universum ist aber alles andere als in einem stationären Zustand, wenn Sie sich den Mikrowellenhintergrund und die heutige Galaxienverteilung ansehen. Also auch hier sind manche Größen ungeeignet, über die muss man in der Kosmologie neu nachdenken. Ja, schließlich, warum glauben wir eigentlich an dieses Gravitationsgesetz? Galileo hat das herausgefunden, das war schon eine große Erkenntnis. Im freien Fall. Aber im Sonnensystem haben wir jetzt ein neues Gesetz. 6 Größenordnungen mehr, 20 Größenordnungen in der Masse. Und automatisch extrapolieren wir jetzt auf die Galaxienskala. Es gibt aber keine richtigen Tests dort und noch weniger Tests gibt es auf kosmologischer Skala, die sehr, sehr viele Größenordnungen extrapoliert. Es sei denn, sie reparieren die Beobachtungen mit Dingen wie dunkler Materie oder eben dunkler Energie. Aber korrekte Theorien in der Physik sind vollkommene Gebilde und eine neue Theorie muss wieder ein vollkommenes Gebilde sein, nicht eine Unvollkommenheit, die zu etwas Vollkommenem hinzugefügt wird. Das ist das Wesen einer Revolution. Das Ersetzen des Alten mit dem Neuen, nicht, dass man neuen Ramsch auf den Alten auflädt, sagt Richard Feynman. Mit ein bisschen anderen Worten, vielleicht hat er doch wieder Newton recht. Vielleicht nicht genau mit seinem Gesetz, aber Wahrheit kann man, wenn überhaupt, nur in der Einfachheit finden. Einfachheit finden, nicht in der Vielgestaltigkeit und Komplizierung der Dinge. Darüber kann man schon nachdenken bei diesen neuen Begriffen der Präzisionskosmologie. Ich denke, es gibt einiges, was wir nicht verstehen und mag sehr gern dieses Zitat von Karl Popper, den ich auch sonst ganz gern mag in der Wissenschaft. Wir wissen nichts, das ist das Erste, deshalb sollten wir sehr bescheiden sein, das ist das Zweite.
Dass wir nicht behaupten zu wissen, wenn wir nicht wissen, das ist das Dritte. Diese Einstellung, die würde ich gerne populär machen. Es besteht wenig Aussicht auf Erfolg. Ein paar dieser Gedanken und einige mehr finden Sie also, wie sich schon herumgesprochen hat, in dem Buch Vom Urknall zum Durchknall, die absurde Jagd nach der Weltformel. Können Sie also 2 Kapitel Probe lesen. Und ja, so sieht es in der Kosmologie aus. Wo zum Teufel kommt das alles her, fragt der Neandertaler und ebenso der moderne Astronom. Und das ist jetzt kein Witz. Ich glaube, wir müssen gerade auf dem Gebiet nicht zu sehr Antworten geben, sondern nicht vorschnelle Antworten geben, sondern weiter Fragen stellen. Where the hell did it all come from? Okay. Ja, lieber Herr Unsicke, vielen herzlichen Dank für diesen ganz super spannenden und interessanten Vortrag. Ich bin sicher, es gibt dazu Fragen und Bemerkungen. Sind Sie erschlagen? Naja. Was sagen diese Theorien? Also, es gibt eine ganz generell wissenschaftsmethodische Kritik an der Stringtheorie. Dass die Stringtheorie zwar sich mit sehr interessanten Theoremen in der Mathematik befasst, die ableitet, aber jeden Bezug verloren hat zum Experiment, insbesondere keine Vorhersagen macht. Gerardus Tuft sagt, es ist so, diese Theorie ist noch nicht mal eine Theorie, das ist so, wie wenn ich Ihnen einen Stuhl geben würde und sage, aber die Lehnen gibt es noch nicht und die Armlehnen und die Rückseite, die werden auch bald geliefert. Das ist also eine recht harsche Kritik an der Stringtheorie, dass sie keine Vorhersagen macht. Und Sie werden auch keinen Stringtheoretiker finden, den Sie ernsthaft festklopfen können, was denn nun passiert. Auch beim LHC, die sagen, ja, vielleicht finden wir die extra Dimensionen, aber was denn nun konkret, dann bleibt es nebulös. Das ist Nummer 1 Ihrer Frage. Ja, also ich mag den Lise Molin ja sehr gerne, weil dieses Buch bei seiner Kritik mit der Stringtheorie hat er ja vollkommen recht. Das Problem ist, diese Loop Quantum Gravity, die er favorisiert, die leidet schon ein bisschen an ähnlichen Fragestellungen. Also die sind, sagen wir mal, so vernünftig, wenigstens die Notwendigkeit zu erkennen, wir müssen irgendwas Falsifizierbares bringen, damit wir Wissenschaft machen. Das unterscheidet sie vielleicht positiv von den Stringtheoretikern. Sie haben aber in der Quantifizierung ganz ähnliche Probleme. Warum ich die Gravitationskonstante auch angreife oder warum ich zum Nachdenken anregen will, vielleicht ist da was faul. Die Gravitationskonstante ist im Grunde verantwortlich für diese Plancklänge von 10 hoch minus 35 Metern. Wenn Sie also Naturkonstanten kombinieren, h mal g geteilt durch c hoch 3 und die Wurzel 10, da haben Sie diese Plancklänge. Und darin besteht eigentlich schon alle Theorien meines Erachtens der Quantengravitation. Man sagt, da wird irgendwo was passieren, was wir nicht verstehen bei dieser Größenordnung. Aber wir können es nach wie vor nicht quantifizieren. Ja? Und dieses Problem hat auch die Loop Quantum Gravity und ganz sicher, das besteht genauso fort. Diese Leute, die mögen den Karl Popper und sagen, ja, wir müssen trotzdem Wissenschaft machen und müssen falsifizierbar bleiben, aber
Vielleicht müssen wir dieses Popper'sche Kriterium der Falsifizierbarkeit